Ja, hallo alle miteinander. Wir haben heute ein neues Webinar und zwar geht es heute um die Star-Analyse und was man damit machen kann und wie man das optimieren kann, zumindest die Ergebnisse. Ich werde durch das Webinar begleitet von Ioana. Bin ich auch ganz froh. Wir hatten schon zusammen das Vergnügen bei Webinaren. Ich glaube, das wird ganz gut. Hallo zusammen, hi Peter, danke für die Einladung. Und genau, ich bin von Fokusseite im Delivery Team, das heißt für unsere Auslieferung der Produkte, größtenteils für unseren Lizenzoptimierungstool verantwortlich. Das macht dann sozusagen noch die technische Komponente neben den Sachen, die wir heute größtenteils ich wahrscheinlich erzählen werden. So, und dann würde ich sagen, starten wir mal gleich mal schon mal los. Worum geht es eigentlich? Was ist jetzt wichtig? Ich meine, das Analyse-Tool, das geistert ja nun schon seit Monaten durch die Köpfe und bei vielen auch so ein bisschen im Kopf, so nach dem Motto, eine einfache Variante, um seine zukünftigen S/4HANA oder RISE-Lizenzen zu bekommen. Ja, kann man sagen, dass das sehr einfach ist, aber es besteht eben halt eine Gefahr, dass man da überlizenziert wird. Und das ist genau das, was wir heute hier komplett versuchen zu erklären. Wir haben uns mit dem Star-Tool sehr, sehr tiefgründig beschäftigt. Wir haben sozusagen die Motorhaube aufgemacht, wir haben innen reingeguckt, wir haben Beispiele ausprobiert. Und wie gesagt, das Tool ist nicht schlecht. Man kann es benutzen, aber man muss es vorsichtig benutzen. Das ist eigentlich das. Und wie vorsichtig oder was man dabei tun sollte, das ist das Thema von dem heutigen Webinar. Gut, also hier, ich lese es nicht vor. Das hat, glaube ich, jetzt jeder selbst gelesen. Nämlich die Star-Analyse von der SAP einfach so ohne Vorbedarf, dann lande ich mit höchster Wahrscheinlichkeit auf einem zu hohen Lizenzstand und das wollen wir alle nicht. Warum passiert das im Prinzip? Warum kommen wir auf einen höheren Lizenzstand, wenn wir Star im Prinzip einfach so benutzen? Also man muss sich vorstellen, grundsätzlich wird Star nachher auf ein System gesetzt, was grundsätzlich noch auf ECC getrimmt ist, also noch nicht auf S/4HANA. Bei manchen ist auch schon S/4HANA. Da wird dann geguckt, ob alles richtig ist und dann wird nachlizenziert. Aber grundsätzlich Rollenstruktur, ja, nicht optimiert, sage ich mal. Ne? So, dann wird auf der Basis von Berechnungen lizenziert und nicht nach wirklichen Aktivitäten. Also Star schaut nicht, was tun diese User, sondern schaut, was könnten sie tun. So, und das ist der ewig währende Streit. Also das geht schon seit Jahren so, so nach dem Motto, wonach muss lizenziert werden und wonach nicht. Star guckt gar nicht, das haben wir im Prinzip jetzt auch analysiert, gar nicht groß auf Transaktionen, also auf Aktivitäten, die ein User machen könnte, sondern wirklich die Berechnungsobjekte, die angefasst werden, die benutzt werden. Kommen wir später noch zu. So, und Vielleicht, um es auch etwas anders zu sagen oder das Gleiche nochmal zu sagen, ist, dass sich Star die Berechtigung der User anschaut. Das heißt, wenn man eine Landschaft hat, wo die Berechtigungen gewachsen sind im Laufe der Jahre, wo sie ergänzt wurden, wo ein User von einer Abteilung zu der anderen gegangen ist, Rollen ergänzt wurden, kann es natürlich führen zu teureren Lizenzen, höheren Lizenzen, als der User eigentlich braucht, basierend auf den Transaktionen, die ausgeführt werden. Aber es kommt natürlich auch vor, und das werden wir später noch in anderen Folien sehen, Beispielfolien, dass wenn die Rollen nicht so aufgebaut wurden, wie die Best Practices sagen, kann es auch dazu führen, auch wenn man unterschiedliche Optionen hat, um Rollen korrekt aufzubauen oder nach den Best Practices, kann es auch dazu führen, dass Star es anders interpretiert. Also muss man da wirklich vorsichtig sein mit den Rollen, die man aufbaut oder mit den Lizenzierungen, die man identifiziert für die User. genau, und das ist im Prinzip der Punkt. Man muss das ausprobieren, man muss schauen, man muss immer wieder vergleichen. Ja, und das ist es jetzt eben, ne? Also wir kommen im Prinzip hier bei der ganzen Sache auf eine Annäherung mit Star und es wird, in allen Regelfall wird es eine Diskrepanz geben zwischen Nutzung und Berechtigung. Hatte ja schon gesagt, ewige Diskussion mit der SAP, wonach muss lizenziert werden, kommen wir später vielleicht nochmal dazu. Gut, fangen wir an mit dem Punkt 1. Basis ist eine bestehende Rollenstruktur der derzeitigen ECC-Systeme. So, und da steht
im mittleren Punkt steht schon mal Regelfall. Also das bestehende Rollenkonzept im Augenblick, wenn es noch nicht auf S/4HANA umgestellt worden ist, ist eben halt für die ECC-Umgebung, also auf die alte Umgebung angepasst und bildet streckenweise neue Funktionalitäten von S/4HANA noch gar nicht ab. So, und dann ist das, was Ioana vorhin schon gesagt hat, ein Berechnungskonzept ist eigentlich ein gewachsenes Konstrukt. Es wird einmal eingeführt, dann ist alles gut, sage ich mal, und dann verwächst sich das in der Zeit. Der braucht die Berechnung noch dazu, der braucht die noch dazu, der behält die und was weiß ich nicht alles. Dann ist meistens das Berechnungskonzept ziemlich aufgebläht, kann Sachen machen, die er vielleicht nur einmal gemacht hat, weil er es kurz mal brauchte und dann bleibt das eben stehen. Und das muss man eben halt entdecken, weil das ansonsten relativ schnell zu einer höheren Lizenz führen könnte, wenn man das nach diesen Berechtigungen wirklich lizenziert. Ja, und grundsätzlich sollte man nur schauen, sind die Aktivitäten, die ein User hat, wirklich in den Berechtigungen abgebildet oder gibt es da einen riesigen Wust an Sachen, die er eigentlich machen könnte, nie tut, manchmal sogar gar nicht mal weiß, dass er sie machen könnte, weil es einfach nicht zu seinem Arbeitskonzept und zu seinem Arbeitsplan passt. Also im Prinzip, das alte Rollenkonzept ist, hier steht es vielleicht ein bisschen brutal, nicht geeignet, aber in den allermeisten Fällen ist es das wirklich nicht. So, im zweiten, wie gesagt, es wird auf Basis von Berechnungen, nicht nach Aktivitäten. So wie ich schon gesagt habe, alter Streit. Also diese Diskussion mit der SAP geht schon seit Jahren. Das heißt, das erste Mal war es so 2014, 15, wo die SAP gesagt hat, man muss nach Berechtigungen lizenziert worden. 2018 haben sie das nachher beim DSAG-Kongress wieder zurückgenommen. Jetzt kommt es wieder. SAP selber, also die einige Mitarbeiter sagen, ihr muss sein. Einige Unternehmen machen es auch. Die anderen sagen, nein, machen wir nicht, sind wir nicht verpflichtet dazu. Da haben sie auch schon Rechtsanwälte damit befasst und so weiter und so fort. Also ich bin der Meinung, oder wir sind hier größtenteils der Meinung, wenn das nicht explizit im Vertrag festgeschrieben ist, dann muss nicht nach Berechtigung lizenziert werden, sondern nach Aktivitäten. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht schlecht, wenn ich jetzt diese Star-Analyse mache, um nachher auch die Aktivitäten, die ich ja lizenzieren muss, und das ist nun mal zwingend, nachher auch wirklich in den Berechtigungen wiederfinden. Also dass die beiden nachher halbwegs übereinander passen. Ne? So, und das ist eben das, was hier im dritten Punkt gesagt wird. Ne? Also ich sollte schauen, Berechtigungen, Aktivitäten, kommt das in etwa hin? Ne? Weil es geht auch ein bisschen um Compliance. Also heißt ein bisschen, es geht um Compliance und es geht eben halt um Kosten ersparen. Ne? Und deswegen muss die Analyse in die Berechtigung unbedingt vorher erfolgen, bevor wir so eine Star-Analyse machen. Gut, dritter Punkt. Das ist jetzt hier so ein bisschen diffizil, würde ich mal sagen. Die Star-Analyse läuft überhaupt nicht auf Transaktionen, also sprich das, was in der PKL nachher auch beschrieben wird, was man tun darf und was man nicht tun darf für bestimmte Lizenzen, also gerade für eine Productivity und für den Self-Service und Functionality und so weiter und so fort, Core. Ich habe hier mal ein kleines Beispiel rausgenommen. Ne? Travel Management ist lizenziert im Productivity, führt zu bei bestimmten schlecht gemachten Berechtigungsverteilungen, aber dann irgendwann auch zum Functionality oder zum Professional. Das muss nicht sein. Auf der anderen Seite hat die SAP hier auch nochmal die ganze Sache ein bisschen verkompliziert, weil sie das, was man früher im HCM gehabt hat, im Prinzip hier geteilt haben. Sie haben das Travel Management in den Productivity oder in den Self-Service-User reingepackt, haben aber zum Beispiel das Time-Tracking komplett rausgenommen und das wird jetzt als Modul im H4S4 verkauft. Das muss man nach Employees lizenzieren. So, das bedeutet, User, die Time-Tracking machen, also sprich, die nur ihre Zeiten zurückmelden, brauchen gar keine Lizenz mehr. Also die könnten mit einem Engine-User lizenziert werden und erzeugen dann keine Kosten als Dialog-User, weil sie ja im Prinzip in der Metrik nachher als Employee schon mit lizenziert worden sind. Das macht die Sache nicht einfacher.
Wie gesagt, PKL bei PKL, das ist grundsätzlich der Punkt, nach dem lizenziert wird. Also was nutze ich letztendlich in dem SAP-System? Und das ist nachher auch der Punkt, dass ich die beiden Sachen, Berechtigungen und Aktivitäten, gegenüberstellen muss. Klingt jetzt erstmal kompliziert, aber wir zeigen nachher gleich, wie man das machen kann, ohne dass man da sterben muss dabei der ganzen Sache. Hatte ich vorhin schon kurz gesagt, Annäherung. Ne? Also das ist ja klar. Also STAR ist ein Tool, branchenübergreifend, auch unternehmensübergreifend, sage ich mal. Selbst innerhalb von Branchen werden bestimmte Prozesse in SAP-Systemen komplett unterschiedlich abgebildet. Ich kenne das von meinen vorherigen Unternehmen, wo es viele Töchter gab und gleiche Prozesse, jetzt mal, damals waren es Instandhaltungsprozesse, gleiche Prozesse komplett unterschiedlich in den Systemen abgebildet waren, also in den einzelnen SAP-Landschaften, was die ganze Sache dann relativ kompliziert gemacht hat. Man konnte das auch nicht harmonisieren, was im Prinzip gewachsene Landschaften waren. War relativ schwer und da kann ich natürlich nicht mit einem Tool, sage ich mal so grob, über alles gehen. Ja, deswegen komme ich mit STAR in jedem einzelnen System streckenweise zu unterschiedlichen Ergebnissen, weil auch völlig unterschiedliche Prozesse da sind. So, und das ist eben der Punkt, dass wir sagen, okay, STAR arbeitet branchenübergreifend und kann aber eben nur grob die ganzen Sachen einschätzen oder eben nur ein grobes Ergebnis geben. Und wenn man Compliance haben will, sollte man eben das Berechnungskonzept als erstes erstmal anpassen. So, und wie das angepasst werden muss oder wie man das machen kann, das werden wir jetzt gleich mal schauen. Aber bevor wir da reingehen, guckt man noch mal so auf so ein paar kleine Beispiele. Das muss man jetzt nicht unbedingt voll verstehen, was hier steht. Das sind ein paar Screenshots aus unseren Analysen, wo wir was gefunden haben, wo wir gesehen haben, okay, das kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen uns in STAR. Das oben ist eine Excel, wo wir alles im Prinzip auseinandergenommen haben, geguckt haben, wo geht was hin. Und dann haben wir eben auch so hier so einige Beispiele gefunden. Das ist nur beispielführend. Also das geht auch mit anderen Transaktionen. Das ist nicht nur die M09, sondern das kann grundsätzlich passieren, dass wenn ich bestimmte Berechnungsobjekte habe, die auf eine Transaktion, die eigentlich nur für Anzeigen da ist, geht, und ich habe dort im Hintergrund eben halt eine Aktivität nur einstehen, die das Anlegen bedeutet, dann kann es passieren, dass so eine Transaktion eben auf ein Professional oder auf ein Functionality rutscht. Ja, und das sollte man verhindern. Hier vorhin hatte ich das schon mal gesagt, genau das Gleiche. Ne? Hier führt ein Berechnungsprofil zu einem Professional, obwohl das Travel Management grundsätzlich zum Productivity gehört. Ist jetzt die Frage rauszukriegen, was liegt hinter dem Profil, warum ist das so? Ist wahrscheinlich ein Fehler drin, aber muss man nachgucken, muss man gucken, was da passiert. Nehmen wir das nächste. Johanna, vielleicht du. Ich falle still schon eine Weile, aber ich werde es hier vielleicht in meinen Worten etwas anders erklären, was du gerade auch gesagt hast mit den vorherigen Folien. Nur um zusammenzufassen. Also STAR benutzt ja die Berechtigungen, die einem User zugewiesen sind, um eine Lizenz vorzuschlagen oder anzuzeigen. Man muss die STAR-Ergebnisse, die sind nicht unbedingt mit SAP teilen. Das ist auch ein Punkt. Das kann man vorläufig auch intern benutzen für Analyse. Und die Travel Manager-Rolle, die du vorhin erwähnt hast in der vorherigen Folie, ist auch hier angezeigt mit dem Grund, wieso als Professional angesehen wird. In diesem Fall hat die Travel Manager-Rolle einen Stern bei den Activities. Das heißt, rechts in dem Screenshot haben wir auch Details dazu. Zwei Punkte, zwei Aktivitäten führen zum Professional-Lizenz und zwar Reverse and Revert. Wenn man ganz einfach nur die Activity-Typen Create, Change, Anlegen, Anzeigen, Verändern zuweisen würde, wäre es weiterhin eine billigere Lizenz, eine Productivity. Aber wegen dem Stern, anstatt einzelne Activity-Typen einzuführen, führt es zu einer höheren Lizenz. Also, es ist manchmal etwas schwierig zu sagen, dass wenn man
falsch die Rollen aufgebaut hat oder ob es Fehler sind oder nicht Fehler sind. Es ist vielleicht auch unterschiedliche Arbeitsweisen oder unterschiedliche Umsetzungen von Rollen, die eben dazu führt. Also man muss tatsächlich sehr vorsichtig sein in einzelnen Fällen und nachschauen und verstehen, was genau führt zu den teuren Lizenzen oder welche kleine Punkte oder Berechtigungen oder Berechtigungsobjekte oder Aktivitäten führen dazu. Oder, Entschuldigung, Peter, wolltest du etwas dazu sagen? Ich wollte bloß kurz fragen. Im Prinzip ist es so, dass sich hier der die Rollen angelegt hat, das einfach ein bisschen einfach gemacht hat, ne? Genau, aber man kann ja nicht, es ist ja auch kompliziert. Es kann sein, dass diese Rolle vor 10 Jahren angelegt wurde und dann wusste man nicht unbedingt, wozu oder wo das führen kann in der Zukunft zu Star, wie es anders interpretiert wurde. Korrekt, vielleicht musste man auch etwas genauer sein. Wir haben dann noch ein Beispiel in dem Screenshot unten. Das ist von einem Fall eines Kunden, wo eine End-User-Rolle, das ist vielleicht hier etwas eindeutiger als in dem vorherigen Fall, aber in diesem Fall gibt es eine End-User-Rolle, die jedem Dialog-User zugewiesen wurde, wo User im Prinzip die Option haben, User-Profile anzupassen, zu entfernen, löschen. Und das führt eben zu einer Professional-Lizenz. In diesem Fall ist es relativ klar, dass alle Dialog-User in der Landschaft dann direkt Professional-Lizenz als Professionals angesehen werden von Star. Und dann ist es relativ klar, dass man unter Umständen diese Rolle anpassen sollte. Es ist nicht immer nur eine Rolle, die zu solchen Ergebnissen führt. Es ist aber, wie du auch gesagt hast in den vorherigen Folien, es basiert alles auf die Berechtigungen der User. Wenn die nicht den Star-Kriterien entsprechen, dann kann es dazu führen, dass teure Lizenzen für die User angezeigt werden oder die Ergebnisse so dazu führen. Gut. So viel erstmal zu den Beispielen und jetzt die Frage, ja, was soll man denn, was kann man denn dagegen machen? Ne? So, und ich bin, das bete ich eigentlich auch schon seit Jahren, wenn ich mich überhaupt um Lizenzen kümmere, muss ich erstmal aufräumen. Ne? Also das, was ich da habe, entspricht, was die Berechtigung betrifft und streckenweise auch, was die Aktivitäten betrifft, nicht unbedingt den Lizenzen, die im Augenblick gerade vergeben worden sind. Ja, und deswegen sollte ich wirklich identifizieren, welche Aktivitäten in der Vergangenheit, also nicht in den letzten 5 Jahren, sondern zum Beispiel im letzten halben Jahr wirklich benutzt worden sind. Dann sollte ich schauen, was benutzt worden ist und okay, das wäre dann sozusagen die Grundlage für die Lizenz, die diese Person oder dieser User auch bekommen muss. Ne? Also einmal um Compliance hinzubekommen und auf der anderen Seite eben auch um die kostengünstigste Lizenz zu bekommen. So, dann kann ich in Star mal reingucken, was würde er denn bekommen? So, und jetzt sehe ich ja im Prinzip eine Diskrepanz. Ich sehe meine, was weiß ich habe ihm vielleicht vorher eine Professional-Lizenz gegeben, sehe aber jetzt, er ist eigentlich ein Worker. Und meine Star-Analyse zeigt mir jetzt, er sollte ein Functionality werden, das ist jetzt rein aus der Luft gegriffen. Ich erwarte jetzt aber dadurch, dass ich gesehen habe, dass das ein Worker ist, dass das eventuell ein Productivity wird. Ne? Und jetzt muss man dieser Diskrepanz nachgehen. Ne? Und jetzt muss man mit dem wirklich notwendigen System vergleichen, Aktualisierung machen, Anpassung machen der bestehenden Rollen. Das mit den Rollen, das geht nicht. Aber was man jetzt, deswegen geht es hier runter auf SamQ, das ist unser Tool für eine automatische Lizenzoptimierung, ist relativ schnell installiert und liefert genau das, was der erste Punkt hier vorne sagt, liefert relativ schnell, wenn ich schnell sage, 1, 2, 3 Tage, ist das System so eingerichtet, dass man sieht, was wirklich an Lizenzen nach Aktivitäten gebraucht wird. Und das ist nachher die Basis für alles andere. Genau, vor der Star-Analyse. Ne? Bedeutet Aktivitäten, T-Codes der letzten Monate, die kann man in der SC03N, das kann man manuell machen, ist aber nicht geraten, weil das ist ein echt Stress, das zu tun. Also man sollte schon Optimierungstools benutzen. Es gibt nicht viel, die man nutzen kann, aber es gibt schon 2, 3, die sind ganz gut. SamQ gehört garantiert mit dazu. Dann sollte man schauen, um die Compliance herzustellen, wie das mit der PKL läuft. Also man muss wirklich schauen, was machen die User so, und da ist eben auch wieder, haben wir in SamQ in den letzten Jahren sehr, sehr viel investiert, dass wir dort Templates aufgebaut haben für die einzelnen Lizenzen, die dann nachher wirklich auch einem Audit standhalten können.
Ne? Und das ist die wichtige Voraussetzung. So, und dann sollte man im Prinzip, um die Grundlage überhaupt erstmal dazu haben, was für Lizenzen ein User braucht. Also es sind ja meist mehrere SAP-Systeme, dass ich jetzt nicht meine alte Verteilung nehme und die als Grundlage nehme, sondern dass ich sage, gut, ich werde jetzt erstmal jedem User in der S101 wirklich seine Lizenz geben, die er compliance-mäßig wirklich benötigt, aber auch kostensparend. Dann muss ich mir halt die Mühe machen, was ist ja keine große Mühe, aber über SLAW nachher zu validieren, welche letztlich Lizenz jeder User über die gesamte Landschaft braucht. Ne, und das ist dann nachher das, womit ich die Star-Analyse vergleiche. Gut, das wäre erstmal vor der Star-Analyse. Und um das alles nochmal etwas zu vertiefen, damit es wirklich klar ist, wovon ich hier rede. Und das versuche ich auch schon in den letzten Jahren immer wieder zu sagen. Man sagt ja immer, ja, USMM vermessen, da kann ja eh keiner was ändern, das ist richtig. Aber bevor die USMM vermisst, sollte sie das Richtige vermessen, weil das ist ja eine Selbstauskunft. Und die Lizenzen werden, ich sage mal, so ein bisschen nach Gutdunken verteilt. Ne? Hängen meistens am Rollenkonzept, wenn wir. Aber dann noch so eine Situation wie diese hier, und ich erkläre sie noch mal ganz kurz anhand des Professionals hier an der Stelle. Das ist, im Augenblick hat dieses Unternehmen 350 Lizenzen als Professional im Portfolio, hat aber im Laufe der Zeit jetzt 372 verteilt. Das bedeutet, dass das Unternehmen jetzt der Meinung wäre, sie müssten 22 Lizenzen, Professional-Lizenzen nachkaufen. So, wenn man jetzt hinten in die Optimierungsspalte, in die hellblaue Optimierungsspalte reinguckt, was SAMQ, also was das Tool dann sagt, nach Aktivitäten, sind es 201, die gebraucht werden. Das bedeutet, dieses Unternehmen ist an der Stelle gar nicht unterlizenziert, sondern es ist überlizenziert. Ja, so, und das muss man eben halt wissen. Diese Grundlage muss man vorher schaffen. So, und dazu kommt jetzt hier noch, dass auch wenn man streckenweise eventuell überlizenziert, trotzdem noch ein Compliance-Risiko hat, weil man die Lizenzen, die man besitzt, einfach falsch verteilt. Das kommt auch noch mit dazu. Das ist sozusagen die dritte weiße Spalte, wo Compliance-Risiko drunter steht. Dort sind durch Falschverteilung, Lizenzen sind zwar da, aber sie haben eine zu geringe Lizenz, und müssten eine höhere haben. Und auf der anderen Seite gibt es eben die verschenkten Lizenzkosten daneben, in der Mitte im Prinzip, wo man Geld verschenkt, wo man Usern Lizenzen gibt, die sie gar nicht benötigen. So, das wäre sozusagen die Vorbereitung. Jetzt haben wir noch ein Beispiel von einer Kundensituation, wo wir SAMQ, also die Lizenzübersicht aus dem Zielsystem, die SAMQ-optimierte Lizenzergebnisse haben und auch die STAR-Ergebnisse. Ich erkläre einmal die Tabelle und dann können wir auch über die Zahlen sprechen, über die, was das bedeutet. Und vielleicht noch ein Satz zu STAR, dass vielleicht etwas deutlicher war in den vorherigen Folien, aber nicht unbedingt. STAR läuft in einem System. Was wir mit SAMQ machen in der Regel, wenn wir eine Analyse durchführen, ist natürlich, dass wir die Daten aus allen vermessungspflichtigen Systemen lesen und die passende Lizenz für die User überall identifizieren und natürlich auch konsolidieren. Mit STAR wird in der Regel nur in dem ECC-System oder S4-System in einem System durchgeführt, dann hat man die Übersicht über die Lizenzen, die die User gemäß STAR in dem einen System brauchen, nicht unbedingt über die ganze Landschaft. Aber was wir hier haben, ist im Prinzip eine Übersicht. Wir haben links die Lizenztypen und dann Spalte Inventar ist hier leer, aber in einer Umsetzung von SAMQ würden wir natürlich das Inventar vom Kunden eintragen, wie viele Lizenzen von unterschiedlichen Kategorien eingekauft wurden oder verfügbar sind. Und Spalte Vermessen in SAP, Measured in SAP, würde anzeigen, was teilweise auch USMM und SLAW lesen würde, die Lizenzen aus dem Zielsystem, die Lizenzen, die den User zugewiesen wurden in S101. Kleines Unterschied hier ist die erste Zeile, None. Im Prinzip gibt es in diesem Kundenfall 1825 User, die gar keine Lizenz haben, also Lizenzfeld ist leer. Das heißt, USMM und SAP würde im Falle von diesen Usern im Prinzip eine Professional-Lizenz sehen, weil die
Default-Lizenz für Produktivsysteme ist eben Professional. Also würden es 2800 plus 2800 User als Professional gelesen werden. Die nächste Spalte ist eben SamQ. Das ist unser Optimierungsergebnis basierend auf die Aktivitäten der User. In diesem Fall etwas mehr als 4 Monate an Transaktionshistorie. Und das ist unser Output. Wie Peter, du schon früher erwähnt hast, haben wir im Prinzip die Lizenzdefinitionen von der SAP sowas wie übersetzt in Transaktionen, also zu was für Transaktionen es gehört, zu was für Modulen und Applikationskomponenten es gehört und natürlich auch permanent angepasst, sodass sie auch den Definitionen, angepassten Definitionen entsprechen oder den STAR-Regeln. Und die letzte Spalte ist die STAR-Ergebnisse von diesem Kunden. In der ersten Zeile None haben wir 199 User, die gar keine Berechtigung haben. Das heißt, STAR sagt, nicht klassifiziert, keine Berechtigung, also kann keine Lizenz vorschlagen. Und wir sehen ganz klar, es gibt, STAR sagt aus, die User, 5800 User brauchen eine Professional-Lizenz. Dieser Kundenfall ist etwas ähnlich wie das Beispiel von vorhin mit der End-User-Rolle, die eine Professional, die ein Professional-Objekt beinhaltete oder eine Aktivität. Aber man muss schon sagen, es ist nicht so einfach, dass man eine Rolle anpasst und dass man dann plötzlich eine korrekte Übersicht hat über die Lizenzen, die User brauchen, gemäß STAR. Es hat in diesem Fall zu einer Verringerung der Professional-Lizenzen bei diesem Kunden geführt von um circa 1000 User. Aber es gab dann noch weitere Rollen, die angepasst werden müssen, damit die User von der Professional-Kategorie nach unten gehen zu den Functional oder Productivity, weil eben andere Rollen auch, nicht, dass sie nicht korrekt angelegt wurden, sondern dass eben kleine Anpassungen dazu führen könnten, dass die User eine niedrigere Lizenz kriegen könnten, ohne dass es die Arbeit der User verhindert. Und vielleicht noch einen Satz zu noch einer Kategorie, die hier drin steht, das nicht typisch ist. Das im Prinzip haben wir eine Zeile mit einem SamQ No Action. In der SamQ-Spalte gibt es 1445 User, die SamQ identifiziert als inaktiv. Im Prinzip haben die keine Transaktionen ausgeführt und waren auch, haben sich auch nicht angemeldet seit mehr als 90 Tagen. Also war unsere Empfehlung in diesem Fall auch natürlich, dass die User deaktiviert werden und dann natürlich nicht in der Vermessung gelesen werden. Das heißt, also im Prinzip wollten wir damit eigentlich nur zeigen, dass man optimieren kann und die Kosten der Lizenzen reduzieren kann, wenn man weiß, wo man schauen muss, wenn man sich die Ergebnisse anschaut und wenn man natürlich weiter analysiert und nicht die Ergebnisse einfach so annimmt, auch wenn STAR schnell und relativ einfach zu benutzen ist. Und vielleicht, das haben wir noch nicht so ganz, ganz klar gesagt, bei der letzten Folie war das zu sehen. SamQ, also die Optimierungssoftware von uns, ist natürlich in der Lage, die richtigen Lizenzen zu analysieren. Also wenn man noch gar nicht auf S/4HANA ist oder wenn man vorhat, eventuell RISE with SAP einzuführen, ist in SamQ die Möglichkeit da zu schauen, was wird in der Zukunft gebraucht nach den Benutzungsprofilen dieser User, die jetzt im Augenblick gerade da sind. Gut, ja, und jetzt kommen wir im Prinzip auch schon was mache ich, ne? So, und das ist im Prinzip genau das, ist jetzt ein bisschen mühsam. Wenn man das ohne Software macht, wird es relativ schwierig und zeitraubend. Ich bin sowieso der Meinung, dass man gerade für die Aktualisierung des gesamten Berechnungskonzepts und auch zur Durchführung der Berechtigung, also der gesamte Prozess, sollte man sich von Software unterstützen lassen, eben damit solche Sachen nicht passieren, Compliance-Verstöße. Wirtschaftsprüfer mag das zum Beispiel auch nicht, wenn alles Mögliche da vergeben worden ist. Und wenn man dann ein Tool einsetzt, was dafür sinnvoll ist, und das wäre jetzt hier gerade, was die PFCG-Ecke betrifft, wäre das SetQ, da kann man das eben auch wieder zentral machen. Ich muss wieder nicht in jedes einzelne System reingehen, sondern ich kann zentral die gesamten Berechnungen verwalten, aktualisieren, mittracen, anpassen, ändern, das Berechnungsverfahren unterstützen, vereinfachen und so weiter. Spart eine Unmenge Geld.
So, und Semkio im Prinzip liefert die Ziel, ich sage mal so, die Ziellandschaft mit der S/4HANA-Analyse oder eben auch die FOEs von RISE, wohin die Reise gehen muss mit den Berechtigungen. Und dann hat man im Prinzip jetzt zwei gute Punkte, die man mit der STAR-Analyse erreicht hat, wenn man sich unterstützen lässt von SAMQ oder nachher eben auch von ZQ, hat man einmal eine optimierte Lizenzlandschaft für die Zukunft. Also wenn ich das alles nicht mache, starte ich in S/4HANA im Prinzip wieder mit einer Überlizenzierung. Das ist ja das Thema des heutigen Tages. Und das will ja im Prinzip jeder verhindern. Ne? Es ist ein Neuanfang und ich möchte gerne, die S/4HANA-Transformation ist eh teuer genug. Ne? Also muss ich jetzt schauen, was will ich denn wirklich tun? Wo will ich hin mit meinem ECC? Will ich auf S/4HANA? Will ich in die Cloud? Will ich RISE with SAP machen? Ne? Und wenn ich das ohne eine Optimierung vorher zu machen entscheide ich sozusagen auf einem höheren Lizenzlevel, im Prinzip, weil ich sage, ja, ich brauche eigentlich mehr, was ich eigentlich gar nicht brauche. Und das sollte verhindert werden. So, das zeigt das hier auch mal so ein bisschen, wie man das macht. Hier steht Star-Analyse in SAMQ enthalten. Die Analyse selber nicht. Wir können die Ergebnisse von Star in SAMQ abbilden, damit man dort Vergleiche machen kann. Aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Star ist relativ schnell ausgeführt und liefert schnell Ergebnisse. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Na, aber so wie die Grafik unten zeigt, erst optimieren, dann S/4HANA und dann hat man im Prinzip auch etwas davon, wenn man sich da ein bisschen mehr Zeit lässt. Ja, dann verliere ich jetzt noch mal ganz kurz, wir haben es jetzt immer so ein bisschen reingeworfen, SAMQ, ZQ, unsere Tools, das sind im Prinzip zwei auf dem Markt befindliche Optimierungstools, einmal für die Lizenzen und einmal für die Berechtigungen. Also bei den Berechtigungen ist es jetzt nicht unbedingt eine Optimierung, sondern da ist das eine Verwaltung und eine Arbeitsunterstützung. Aber kommen wir mal zu SAMQ nochmal. Was ist dort zu erwarten? Und da gehe ich jetzt mal wirklich ganz schnell durch. Ne? Darum haben wir gesprochen. User-Optimierung ist da. Digital Access haben wir heute nicht drüber gesprochen, aber ist auch ein wichtiger Punkt. Kann unwahrscheinlich viel Lizenzen sparen, wenn ich sehe, welche User eventuell nur solche Digital Access-Dokumente anlegen und eventuell auch keine Lizenz brauchen. Diese User-Übersicht bekommt man in SAMQ. Wir haben eine Transaktionsdatenbank, die haben von Anfang an, das haben auch andere Anbieter von solchen Tools uns jetzt, haben das jetzt im Prinzip auch nachgemacht und nutzen auch Transaktionsdatenbanken, um erstmal eine Sortierung und nachher auch eine Klassifizierung der einzelnen Lizenzen zu finden. Engine-Vermessung, SAP-Audit-Vorbereitung klingt jetzt ein bisschen witzig, weil man ist mit diesem Tool ständig vorbereitet. Also es kann nichts passieren, weil man permanent compliant ist. Finanzprognosen kann man machen. Johanna hatte vorhin schon mal gesagt, Inaktivität findet SAMQ natürlich auch. Sagt, okay, willst du diesen Usern wirklich eine Lizenz geben? Sie machen nichts. Ne? Aber vielleicht hier nur mal kurz zu sagen, also SAMQ ist nicht unbedingt nur ein Tool, um zu identifizieren, was man für Lizenzen bräuchte im Fall einer Migration oder Konversion. Es ist auch ein Tool, das permanent installiert sein kann in der Landschaft, das Jobs hat, die laufen, Daten lesen, Berichte vorbereitet, User die passende Lizenz zuweist, User deaktiviert und wo man permanent oder ab und zu mal nachschauen kann, um Berichte anzuschauen, zu sehen, was der jetzige Verbrauch ist, wie die Engines aussehen. Alles kann man, also es hat sehr viele Berichte, die eine Übersicht und Transparenz bietet im Prinzip. Nicht nur diese Analyse für Simulationen oder Konversionen, sondern auch, es kann natürlich permanent die Lizenzlandschaft anzeigen und optimieren. Guter Punkt, also nicht, dass das untergeht. Es ist kein Analysewerkzeug, SAMQ, sondern eine aktive Software, die das gesamte Lizenzmanagement in dem SAP-System übernimmt und im Hintergrund immer darüber wacht, dass man richtig lizenziert ist. Und wenn es Veränderungen geben muss, werden die auch angezeigt und werden die dort auch. Macht sich die Software bemerkbar, einmal zu hoch, zu niedrig, alles. Und das ist eigentlich der Punkt, warum man so ein Tool wie SAMQ in der Vergangenheit sowieso, aber auch jetzt noch in der Zukunft
wird man das immer wieder brauchen müssen. Gerade da gehe ich jetzt mal vielleicht noch mal ganz kurz auf RISE ein, wo viele ja wissen, dass die FOEs relativ flexibel eingesetzt werden. Also das bedeutet, ich muss nicht mehr Lizenzen kaufen, also einen Sales Service Core oder einen Professional oder Advanced heißt der dort, sondern ich kaufe sogenannte FOEs und die sind nachher, das sind Äquivalente für diese Lizenztypen. Ne? Ein Advanced bekommt eine gesamte FOE, ein Core ein Fünftel und ein Self-Service ein Dreißigstel zum Beispiel. So, und das, wenn jetzt zum Beispiel ein Power-User das Unternehmen verlässt, dann wird eine FOE frei. Wenn zur gleichen Zeit zum Beispiel werden neue Produktionsmitarbeiter eingestellt, ne, würde jetzt das System völlig selbstständig sehen, da ist eine FOE frei geworden, ich muss keine neuen Lizenzen bei der SAP kaufen, weil die Dinger sind ja flexibel, ne, und kann jetzt diese eine FOE für diese neuen Self-Service-User einsetzen, ohne dass man irgendetwas tun muss. Das passiert völlig geräuschlos im Hintergrund, ganz alleine. Ne, und das ist das, was eigentlich jedes Unternehmen braucht, damit sie sich nicht ständig mit dieser ganzen Sache beschäftigen müssen. Das zu SendQ und zu SetQ nochmal drei, vier Worte. Ist ein mächtiges Tool, muss man ganz ehrlich sagen. Unterstützt in allen Facetten das gesamte Berechtigungswesen. Muss nicht in Gänze genommen werden. Man kann sich hier auch einzelne Manager oder ich sag mal so kaufen, die dann bestimmte Bereiche abdecken im Berechtigungswesen. Man muss das Ding hier nicht, wie gesagt, komplett nehmen. Aber es sind schon eine ganze Menge wichtige Sachen dabei, gerade der Role Reduction Manager oder eben auch die Compliance-Überwachung. Aber zwei, drei Sachen noch dazu sagen, glaube ich. Da bist du den Reduction Manager wollte ich auch kurz erwähnen. Ich glaube, das ist eins, das mit dem Lizenzthema jetzt auch gut zusammenpasst, weil mit dem Reduction Manager kann man, mit dem Tool, mit dem Reduction Manager kann man tracen und loggen und identifizieren, welche Rollen oder Berechtigungen von den Usern nicht benutzt wurden im Laufe von einem Zeit, Monate. Und kann man dann diese Rollen auch entfernen oder die Objekte dann entfernen, damit die User diese Objekte eben nicht haben. Das kann natürlich besonders in diesem Kontext mit der Star-Analyse auch helfen, dass die User nicht ungenutzte Rollen oder Berechtigungen haben in der Landschaft. Aber es hat natürlich auch viele andere Funktionen oder Features oder Managers, die natürlich auch Rollen aufbauen können, dann für die S4, S4 Transformation und so weiter. Also es ist, wie du gesagt hast, ein komplexes und mächtiges Tool. Mhm. Wir wären durch, würde ich sagen. Ich hoffe, dass wir haben sicherlich ein bisschen Verwirrung gestiftet durch diese Komplexität der einzelnen Sachen, aber das war mir eigentlich auch so, oder das war uns, Entschuldigung, das war uns im Prinzip auch wichtig, transparent zu machen, dass eben dieser ganze Prozess eben nicht so einfach abzuhandeln ist, sondern dass man da ein bisschen Vorbereitung braucht, dass man ein bisschen was tun sollte und dass man sich auch vor allen Dingen für die Zukunft wappnen sollte. Ne? So eine S/4HANA-Transformation, das ist ja, geht im Prinzip in eine neue Welt und diese neue Welt sollte man dann auch bedienen. Und da gehört eben, denke ich mal, ein bisschen mehr Software dann auch dazu. Also das kann man eben nicht mehr alles mit der Hand machen. Das sollte man auch nicht mit der Hand machen. Man will ja Geld sparen und die S/4HANA-Transformation, wie gesagt, ist teuer genug. Ne? Und da kann man schon mal, wenn man das richtig macht, hinten eine Null streichen. Das sind so meine Erfahrungen aus den letzten Projekten, die wir so gemacht haben mit Unternehmen, die uns dann eben auffragen, wo sollten wir denn mit der Reise hingehen? Und das machen wir jetzt relativ viel und häufig mit unseren Tools, hauptsächlich mit SendQ und mit unserem AdvisoryQ. Da hatten wir heute gar nicht drüber gesprochen, aber da gibt es andere Webinare, die sich damit beschäftigt haben. Kann man reingucken. Ja. Danke, Johanna. Danke, Peter. Schön, dass du mich unterstützt hast. Gerne. Ich bin gespannt auf die Fragen, die jetzt folgen. Genau. So, herzlichen Dank für die zahlreiche Teilnahme auch an die Partner, auch an die SAP selbst, durchaus eine Ehre, und auch an Interessenten und Kundinnen.
Wir wollten uns auch mal einen gemeinsamen Überblick verschaffen, indem wir auch mal schauen, wo jeder von uns, wo jedes Unternehmen steht, das heute hier dabei war, was Substar betrifft, wer kennt das, wer hat es im Einsatz, wer denkt darüber nach, wer hat das Gefühl, man kann damit seine Umgebung verbessern oder vielleicht mit unterm Strich dann auch Geld sparen. Das heißt, ich starte diese Umfragen, sie erscheinen bei Ihnen am Bildschirm. Es sind verhältnismäßig simple Ja-Nein-Fragen. Ihr Name wird nicht eingeblendet, das heißt, kein Compliance-Problem. Wir wollen einfach nur sehen, wo wir insgesamt jeder für sich und alle gemeinsam dann stehen. Ich starte gleich mit der ersten Kurzumfrage. So, und zwar lautet die: Ja, spannend. Die erste Frage habe ich gleich einmal technisch abgeschossen. So, ein bisschen buggy hier. Jetzt müsste es passen. Hat die SAP Sie schon wegen Substar kontaktiert? Ja oder nein? Da sind wir gespannt, wie weit wir da schon sind. Da haben wir auch in einem englischsprachigen Webinar gesehen, dass sich da die Verhältnisse ein bisschen anders verhalten als im Dachraum. Ich gebe Ihnen noch 4, 5 Sekunden. Johanna, du in der Zwischenzeit vielleicht, hast du das begegnet dir das Thema in Kundengesprächen grundsätzlich, dass die Leute sagen, hey, da gibt es etwas, das würden wir gerne einsetzen. Was haltet ihr davon? Ist das etwas, was über deinen Tisch läuft ab und an? Entschuldigung, stumm geschaltet. Ja, das passiert jetzt aber. Tatsächlich. Genau, das passiert tatsächlich, dass Kunden das erwähnen, ab und zu schon Kunden, die SystemQ im Einsatz haben, dass ja, sie von Star gehört haben oder beziehungsweise dass SAP sie angesprochen hat und dass sie sich mit uns unterhalten möchten oder vergleichen möchten. Das passiert. Ja, man sieht das auch hier. Wir haben 76% ja, 24% nein. Schauen wir uns mal die nächste Frage an. Und da geht es um die aktive Nutzung. Wer hat es bereits im Einsatz? Da bin ich gespannt, ehrlich gesagt. So, nutzen Sie SAP Star aktiv? Ja oder nein? Das würde ich hier ein bisschen zu weit führen, aber mich würde dann in weiterer Folge dann im Einzelgespräch mitunter auch interessieren, inwieweit, wie oft. So, ich schließe die Frage in 5 Sekunden. Okay, ist heute ein bisschen schlecht responsive hier. Die Plattform blendet jetzt die Ergebnisse ein. Und wir haben hier 33% sagen ja, das ist bei uns im Einsatz. 67% nein. Gibt sich die weitere Frage, warum das so ist? Der eigene Sinn, der Bedarf oder vielleicht auch das Nichtwissen über die Möglichkeiten. Ich blende mal die nächste Frage ein. Planen Sie SAP Star zu nutzen, um Ihren Lizenzbedarf für eine Umstellung auf S4 oder die Cloud zu ermitteln? Ja oder nein? Okay, jedes Mal mehr als eindeutig. Ich lasse das noch 5 Sekunden laufen. Ich schließe die Umfrage und schauen uns mal die Ergebnisse an. Und das ist interessant. 91 sagen auf jeden Fall. Und das macht es aus meiner Sicht noch wichtiger, praktisch die Groundbase richtig einzustellen. Korrigiere mich, Johanna, also sozusagen das zu sagen, ich mache das, ich möchte das nutzen, möchte das anschauen, möchte evaluieren lassen. Aber passt praktisch die Bodenarbeit, passen die Grunddaten dazu, damit das ein Erfolg wird? Das stimmt auch, die Frage vorher mit dem aktiv benutzen, das ist ja auch ein Punkt. Also man muss es nicht mehrmals benutzen, man kann es benutzen, um zu sehen, wie die Ergebnisse ausschauen. Und dann entscheidet man, was man damit macht. Ich gehe mal zum nächsten. Seien Sie bitte die Verzögerung. So, wussten Sie, dass Sie ein akkurates und regelkonformes Berechtigungskonzept brauchen, bevor Sie Substar effizient nutzen können? Da geben sich die Fragen ein bisschen so die Hand. Umfrage läuft. Ich lasse das so mal noch 5 Sekunden offen.
schließe jetzt die Frage und schauen wir uns mal die Ergebnisse an. 69% sagen ja, bin mir dessen absolut bewusst, da muss aufgeräumt werden, bevor das aufsetzt. 31% sagen nein, da hoffen wir, dass die Infos aus dem Webinar, was welchen Kontext hat, was welchen Effekt hat, heute geholfen haben. Wenn diejenigen, die jetzt gerade Nein gesagt haben, Fragen haben, wie sie das ganze Thema angehen sollen, über das, was im Webinar bereits beantwortet wurde, dann gerne direkten Kontakt mit uns. Entweder, wenn Sie das präferieren, gerne auch mit einer Verbindung über LinkedIn oder an labs@focuslabs.com. Wir melden uns ohnehin mit einem Link mit der Aufzeichnung für diejenigen, die das noch weiterleiten wollen an ihre Kollegen oder selbst nochmal ansehen wollen. Und dann können wir im Detail darüber sprechen. So, und eine haben wir noch. Die ist ein bisschen plump banal, aber hat wahrscheinlich genauso viel Daseinsberechtigung. Erwarten Sie, mit SAP Star unterm Strich Geld einsparen zu können, ja oder nein? Ich lasse das noch 5 Sekunden offen ab jetzt. Ich sehe Kolleginnen und Kollegen antworten noch. 3, 2, 1, ich schließe. Und werfe mal die Ergebnisse auf den Schirm. 63% sagen eindeutig ja, 38% nicht unbedingt. Jana, wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du auch eine Haltung dazu. Es geht ja nicht unbedingt ausschließlich jetzt direkt um das Geld sparen, sondern auch um die, um den Überblick selbst. Kannst du dazu noch etwas sagen? Ja, Überblick ist auch ein gutes Wort dazu. Also man kann ja Vertrag konvertieren, dann muss man schon wissen, was man kauft für die neue Landschaft. Es kann sein, dass man dann vorher in der ECC-Landschaft extrem viele Professionals hatte und keine oder wenige von den niedrigen Lizenztypen wie Worker, Logistiker, Projektuser und so weiter. Dann wäre es auch recht wichtig zu wissen in einer S4-Landschaft oder Full-User-Equivalence, wie viele man tatsächlich braucht. Und Geld einsparen ist vielleicht ein Punkt, aber alles ist natürlich abhängig von dem Plan für die Zukunft, was man dann mit der SAP-Landschaft macht und was für Produkte man braucht oder erwartet zu brauchen in der Zukunft. Ich verstehe es so, dass Geld einsparen fast eher wie ein Nebeneffekt ist, wenn man es richtig macht. Also im Prinzip, wenn das System sauber ist, die Autorisierungen und die Berechtigungen richtig vergeben sind, dann ergibt sich ja in der Regel daraus, dass man vermutlich eine Überlizenzierung reduziert und dann sagt, okay, das sitzt jetzt hier und deswegen schauen wir uns jetzt das an. Okay, danke Ihnen für die Teilnahme. Es hat uns allen so ein bisschen einen Überblick gegeben, wo wir stehen im Dachraum, zumindest hier innerhalb dieser halbwegs repräsentativen Gruppe. Wir haben einige Fragen bekommen. Ich springe mal in die im Chat. Und zwar steht hier, stellt das Star-Regelwerk auch, na, das ist zusammenbringen, das lese ich, probiere es nochmal, ich bin Österreicher, verzeihen Sie mir. Stellt das Star-Regelwerk auch die Basis für die geplante Vermessung in der S/4HANA Private Cloud dar? Da bin ich froh, dass du hier bist. Ja, das ist eine sehr gute Frage und hat vielleicht eine zweiteilige Antwort. Soviel ich weiß, läuft die Vermessung in der Cloud weiterhin durch USMM und SLAW, das heißt, die Lizenzen, die zugewiesen werden, werden dann auch vermessen und in den Bericht weitergeleitet an SAP. Der zweite Teil der Antwort ist natürlich, das ist eine sehr gute Frage, die an SAP gerichtet werden müsste, weil was SAP plant, wie die Vermessung aussehen wird in der Zukunft für Cloud Solutions oder für S4 HANA Private Cloud, kann nur SAP beantworten. Wir sind gespannt, wir haben ja heute den einen oder anderen Gast aus dem Unternehmen. Bin gespannt, ob wir das ein bisschen auffangen können. Ich gehe mal zur nächsten. Und das ist eher ein Kommentar. Magst du das selber gleich aufgreifen? Ja, bitte. Das ist ein Kommentar, genau. Das sagt, dass Star-Regelwerk nur Rollen berücksichtigt, keine Profile. Beispiel SAP All. Nun ignoriert Star-Report von SAP aber komplett alle Unterprofile, was dann zu einer falschen Unterklassifizierung führt. Sehr guter Kommentar, genau. Star liest die Rollen und die Berechtigungsobjekte aus den Rollen, nicht unbedingt die Profile. Also wenn man SAP All erteilt hat in der Landschaft und oder andere Profile und nicht über Rollen arbeitet, tatsächlich ist das nicht die beste Übersicht über die Lizenzen, die benötigt sind. Allerdings, meine Erfahrung ist auch, dass
es unterschiedlich aussieht, aber dass eher viele Kunden von Supol natürlich und von Profilen weggehen möchten und eher auf Rollen setzen. Aber gut, tatsächlich ist das, gibt es noch Kunden, die Supol benutzen und über Profile arbeiten. Und da, das ist auch so ein Punkt, wo man aufpassen müsste. Ich springe mal rüber zu einer anderen Quelle. Das ist jetzt noch per Chat über LinkedIn. Multitasking heute hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich hinschauen soll. Warum prüft Star bzw. die SAP nicht gleich die Autorisierung und in weiterer Folge die Lizenzen? Warum muss es dafür ein externes Tool geben? Ich habe meinen Teil dazu. Edde du mal, hoffentlich fachlich kompetent, als ich das sage. Ich finde, also aus meiner Perspektive erfüllt Star das, was es erfüllen soll, nämlich den Check, auf dem, wenn es auf dem aufsetzt, was jetzt gerade der Fall ist in der Lizenzumgebung. Und das ist der Fokus. Und wir kümmern uns praktisch auf die Bodeninformation dazu, die Grunddaten, so hätte ich das verstehen. Das heißt, es funktioniert, es tut, was es soll, beinhaltet aber das nicht, was wir jetzt hier zusätzlich anbieten. Genau, ich denke, es ist der Grund für Star oder Purpose, was, wofür es entwickelt wurde und jetzt noch eingesetzt ist, ist als Service, um die Lizenz, also für die Konversion zu unterstützen, was für Lizenzen in einer anderen Landschaft benötigt werden. Also es wird zurzeit nicht als Audit-Tool benutzt. Was SAP machen möchte in der Zukunft oder was, wissen wir nicht. Zurzeit oder bis jetzt war der Fokus von SAP nicht so sehr auf Berechtigung oder auf die Lizenzierung. Das ist eben eine Dienstleistung oder ein Service, ein Report, das zur Verfügung gestellt wird, für sozusagen, um die Kunden zu unterstützen in der Conversion, Contract Conversion. Ich weiß, Peter würde vielleicht eine andere Antwort dazu geben, dass SAP ab und zu mal versucht hat, über Berechtigungen zu lizenzieren. USMM hat auch die Möglichkeit, über Berechtigungen Lizenzen zu lesen. Das wird allerdings, glaube ich, von extrem wenigen Leuten benutzt oder Kunden benutzt. Ich würde sagen, so wie du es in anderen Worten auch schon gesagt hast, wir haben keine Glaskugel, was SAP macht oder nicht macht. Was wir aber sehr wohl tun können, ist abzufangen, was mitunter nicht abgedeckt ist und uns um die Dinge zu kümmern, die praktisch die Basisdaten verbessern, damit so ein Service wie Star dann funktioniert. Das ist etwas, wofür Focus Labs grundsätzlich steht, in aller Transparenz. Hier arbeiten unterschiedliche Leute auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Spezialgebieten, Individualisten. Das heißt, da unterscheiden sich auch die Zugänge zum Thema SAP Star ganz klar, dazu stehen wir. Aber im Prinzip Daseinsberechtigung ja, wenn es auf einer sauberen Oberfläche aufsetzt, würde ich sagen. Ich gehe mal zur nächsten Frage über. Spielen, okay, bei SamQ kenne ich die Frage an sich, spielen Größe und Struktur des Unternehmens jeweils eine Rolle beim Einsatz von Star beziehungsweise bei SamQ? Ja und nein. Also Größe der Landschaft nicht unbedingt, wenn es zu beiden Tools geht. Also Star läuft in der Regel in einem System, also es wird in einem System durchgeführt, damit es die Lizenzen identifiziert oder vorschlägt für die User basierend auf die Rollen. Das ist auch so ein Nachteil, dass man nicht die ganze Landschaft im Blick hat, nicht die Entwicklungssysteme oder alle anderen BW, CRM, APO und so weiter Systeme. Aber die Größe, die Anzahl der User in der Landschaft ist nicht unbedingt ein Punkt. Bei SamQ ähnlich oder umgekehrt. Also wir würden gern mit SamQ immer die Daten lesen von allen vermessungspflichtigen Systemen in der Landschaft. Das heißt Entwicklung und Produktionssysteme, damit wir einen Gesamtblick haben über die Lizenzen, die User bräuchten in einem S4-Szenario oder Cloud-Szenario. Also, aber auch bei SamQ spielt es nicht wirklich eine Rolle, wie viele User es sind in der Landschaft. 50, 1 Million ist, würde alles passen. Höchstens dauert der Job länger, mitunter Millisekunden. Ich habe hier noch einen Kommentar, vielleicht passt das sogar dazu, der antwortet, also da gibt eine Kollegin praktisch ihren Input dazu, worauf Star tatsächlich die Antwort ist. Möchtest du das mal kurz aufgreifen, Jana? Genau, Kommentar sagt, Star ist die Antwort auf den User Group Wunsch nach Hilfestellung, weil die Definitionen zu weit auseinander lagen. Das ist auch genau so und auch unsere Erfahrung in der Vergangenheit. Wir hatten ja auch vor Star mit SamQ Simulationen durchgeführt von ECC-Lizenzen, also die ECC-Lizenzen, die Kunden jetzt brauchen, haben und die User-Aktivitäten dann auf S4 zu simulieren, konvertieren. Und
wir haben es dann ohne diese Hilfestellung auch natürlich so gemacht, dass wir Definitionen, die Textdefinitionen von der Preis- und Konditionenliste oder von den Verträgen der Kunden sowas wie übersetzt in Transaktionen oder Aktivitäten der User, um dann eine Beziehung zu schaffen, um zu interpretieren, was ein S4 Productivity User machen darf, basierend auf die paar Sätze, die SAP liefert. Und dass es tatsächlich Star ist, eine Hilfestellung von der SAP, um diese Fragen zu beantworten. Allerdings, ja, wie gesagt, basiert es auf Berechtigungen, dann muss man tatsächlich sehr vorsichtig sein, damit man nicht wieder zu einer Situation kommt, wo man so teure Lizenzen einkauft, die man eigentlich nicht unbedingt braucht, weil Beispiel ein Stern irgendwo in einer Rolle steht. Und die Gewichtung dann anders ausfällt, ja, verstanden. Macht es denn Sinn, Star zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder in unterschiedlichen Stufen erneut laufen zu lassen? Ja, schon. Also unsere Erfahrung auch mit Kunden, die es oder unsere Analyse von Star ist auch, dass es mehrere Versionen davon gab. Also Versionen, die Berichte, die eingespielt werden, also im System der Hinweis und auch die Rollenmatrix wurden auch angepasst von der SAP. Wahrscheinlich verbessert, also dass die Rollenmatrix dann genauer wird oder dass der Bericht im SAP-System schneller wird oder genauer wird. Das wäre unter Umständen ein Grund, um es nochmal durchzuführen, falls sich die Regeln verbessern oder genauer angepasst werden von der SAP. Und auf der anderen Seite, wie Peter versucht hat zu erklären, wird es natürlich Sinn machen, einmal Star laufen zu lassen, sich die Ergebnisse anzuschauen, die Gründe anzuschauen, genauer zu analysieren, wieso manche Rollen als zu teuren Lizenzen führen, welche Objekte darin führen zu den teuren Lizenzen und dann hoffentlich intern analysieren zu können, ob diese Objekte auch tatsächlich genutzt werden von allen Usern, die diese Rolle haben, weil das ist wäre auch ein Punkt für unsere Reduction Manager von ZQ, also dass die Rollen traced oder die Objekte traced, die protokolliert, die nicht benutzt werden oder die benutzt werden, damit es hilft, die Rollen zu reduzieren. Das wäre ein guter Punkt und ein Ansatz, kann man auch manuell machen, unter Umständen wird vielleicht etwas länger dauern, aber man kann und soll sich natürlich die Ergebnisse anschauen, die Rollen anschauen und probieren zu reduzieren oder die Rollen anzupassen, sodass die Lizenzen genauer werden. Nicht unbedingt billiger, aber das ist subjektiv, aber natürlich, dass es korrekt zu korrekten Lizenzen führt. Also ich höre raus, weniger Passagier sein und schauen einfach passiv, wo die Reise hingeht, sondern einfach die Sachen unter Kontrolle haben, die man in der Firma macht. Das ist ein sehr guter. Also es sollte eine Hilfestellung sein, dieses Star-Tool, also der Punkt sollte sein, dass Sie als Kunde in Kontrolle sind über die Ergebnisse, die Star liefert und Sie entscheiden, ob Sie diese Informationen mit SAP teilen und wann Sie diese Informationen an SAP weiterleiten und natürlich auch, wie viel Sie analysieren können, anpassen können und ob diese Ergebnisse natürlich zu Ihrer Landschaft passen. Ich verstehe es ja eigentlich fast wie sagen wir, toolübergreifend, wie einen Report, der nur so gut ist, wie er gefüttert wird und der auch nur so gut ist, wie die Fragen, die man gestellt hat in Wirklichkeit. Und dann kann ich sagen, ich sehe das jetzt, wenn das gut gemacht ist, kann ich mit diesem Output etwas anfangen und wenn nicht, ist meine Entscheidung, die auf falschen Informationen beruht, dann ebenfalls falsch im schlechtesten aller Fälle. Apropos Effizienz, kann man die Effizienz von SAMQ vorab testen? Kann man sehen, ob und wie SAMQ funktioniert? Ich sehe das so wie, kann ich schauen, wie SAMQ ist, bevor ich die Katze im Sack kaufe? So würde ich die Frage verstehen. Ich sage ja. Mal ja, sag du. Ja, ja, man kann. Also im Prinzip haben wir, das geht jetzt ja genau mehr in Richtung unser Tool. Wir haben gern mit Kunden Projekten, wo wir das Tool installieren, produktiv laufen und so weiter. Kunden kaufen auch Produktivlizenzen, aber wir machen sehr oft so kleine Projekte, wir nennen sie Quick License Assessments oder auch POCs, Proof of Concept, wo man das Tool testen kann. Dann haben wir eine Einschränkung auf die Zeit und dann konfigurieren wir das Tool wird installiert, konfiguriert und so weiter, um ja das Potenzial des Tools zu zeigen und natürlich auch so kleinere, schwierigere Situationen mit Lizenzen, die manche Kunden haben, umsetzen zu können im Tool und damit die Kunden auch natürlich das Tool vertrauen können, kann dieses Quick License Assessment sehr
eine sehr gute Ergebnis zeigen. Ich teile das gerade, während du erklärst, Johanna, aber dann sieht jeder seinen Informationsbedarf. Wir haben einmal für die Leute mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die sehr schnell wissen wollen, worum es hier geht, oben das Erklärvideo, sage ich jetzt mal, das Erklärbär-Video, die Broschüre an sich, die Feature-List ist an sich auch dabei, die Release-Info, damit man sieht, wo wir stehen, das POC, bzw. das Quick License Assessment steht hier. Das heißt, informieren Sie sich, wir sind grundsätzlich für absolute Transparenz, stehen hinter dem, was das Tool kann, was wir entwickelt haben, und sagen auch klar, was wir nicht leisten können, damit jeder absolut am richtigen Stand ist und auch hier dabei bei den Produkten natürlich auch ZQ, wo es um die Berechtigungen und die Kontrolle bei gleichzeitiger Compliance steht. Und wenn es darüber hinaus noch Fragen gibt, wir versenden nach dem Webinar, ich höre das jetzt mal auf zu teilen, nach dem Webinar gibt es natürlich auch einen Link zum Recording. Wer sich das nochmal anschauen möchte in Ruhe oder das mit einer Kollegin, einem Kollegen teilen möchte, wenn sich daraus noch Fragen ergeben, bitte einfach ein Direct Reply. Johanna direkt über, teile ich hier noch? Ich teile, glaube ich, immer noch richtig, ja. Nein, ich sehe das nicht. Nee, teile ich nicht mehr. So, jetzt aber. So. Ja, ich bin hier auch noch bei dem Artikel, den Peter hier in seiner Art zu Star Analysis can help, but if used incorrectly, can also burn money geteilt hat. Und dann gerne hier verlinken. Das ist Johannas Profil. Die Website ist da und ansonsten gerne labs@focuslabs.com. Wenn Sie auch noch Inputs haben, muss ich sagen, das interessiert mich noch im Kontext mit Authorization oder mit License Management oder auch Compliance, also auf Fraud and Error Vermeidung, und haben Ideen, wo Sie sagen, wir würden gerne von Focus Labs ein Webinar professionell aufbereitet hören von Experten, wie wir bei dem Thema X oder Y vorgehen könnten oder sollten, dann lassen Sie uns das wissen. Also hier gilt auch die Feedback-Kultur. Wenn Sie etwas besonders interessiert, dann richten wir unsere Webinare durchaus danach aus. Das wäre es von meiner Seite. Johanna, hast du noch irgendetwas, wo du sagst, das ist noch wichtig als Schlusspunkt, als Schlusssatz? Vielleicht zu danken für die Teilnahme. Also danke. Da hast du absolut recht. Okay. Sehr gut, dann herzlichen Dank. Ihnen auch einen schönen Nachmittag, Kommentar vom Chat. Du sagst es, schönen Nachmittag, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, Johanna.